Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Lego Star Wars die Skywalker Saga BB 8. Richtig ab. Ich finde die ganze Zeit nur so blip, blip, digga, digga. Und ja, wieder so ungefähr 2 Stunden später seit dem letzten Part, ne? Und okay. Was sind diese Geräusche? Okay, keine Ahnung. Wir sind hier in Episode 9 immer noch. Wir sind hier gerade auf. Kev Bier. So. Wir sind ja auf Kev Bier. Ich wusste das die ganze Zeit. Und ja, wir sind hier auf der Suche nach den Wegfinder, der uns hier zu. Warum suchen wir den eigentlich nochmal? Wir suchen den, damit wir Palpatine finden, nehme ich an, ne? Im Wegfinder. Und ja, der befindet sich hier in dem Frack des Todessterns. Ist das eigentlich der erste oder der zweite? Keine Ahnung. Ich glaube der zweite, ne? Und ja, wir sind hier und ich mache mal ein bisschen die Story weiter, weil wir nur die beiden gerade steuern können, ne? Also Rey und BB-8. Also müssen wir ein bisschen weiter spielen, weil sonst, warum stehst du hier extra? Weil sonst können wir nicht viel machen hier. Wrack des Todessterns 2. Okay, da wurde meine Frage schon beantwortet. In der letzten Folge haben wir eine Level gemacht, ne, glaube ich. Eine Level habe ich offscreen gemacht, ne, die mit den, die fliegen jetzt, was gar nicht so einfach war, weil oh, ich kann das steuern, war gar nicht so einfach, ne, weil halt ich müsste irgendwie so Typen hier mit so einem Pulverfass treffen und direkt danach musste ich die treffen mit einer Knarre, also das war irgendwie komisch. So, warum ist jetzt hier eine, ich meine, sieht zwar nett aus, aber warum ist jetzt hier eine extra Cutscene für das Tier? Ist das sonst auch nicht? Okay, zum Glück müssen wir ja nicht oft. Hoffentlich müssen wir nicht öfter hier hin, weil sonst diese Cutscene jetzt mal anzuschauen ist ein bisschen. Dauert ein bisschen. Vielleicht ist der Wegfinder hinter dieser Tür. Okay, so. So, C3POs Gedächtnis wurde gelöscht, ne? Das ist natürlich auch schön, ne? Was machst du hier? Verzeihung, aber ich kann euch heute nicht helfen. Ich muss hier warten, bis mein Master mich aus meinem Dienst entlässt, damit mein ich Master dieses tückische Wrack verlassen kann. Er ist schon seit einiger Zeit weg, um ehrlich zu sein. Aber er hat sich ganz sicher nur verirrt. Er ist definitiv nicht bei dem Absturz umgekommen. Nein, denn dann müsste ich ja auf ewig hier auf ihn warten. Ah, guck mal da unten. Ogel. Mein Lieblingsbaustein. So, ich nehme an, wir können ja nicht viel machen, ne? Weil wir haben halt nur 2 Charaktere, ne? Das heißt, wir können ja nicht viele Interaktionen machen. Hier ist ein Knopf, aber wo ist der Knopf? Da ist der Knopf. Da ist der Knopf. Boom. Ah, ich kann halt nicht aktivieren. Alles klar. Okay, ich will eigentlich ein freies Spiel ja langsam mal wieder freischalten. Weil mit den beiden kann ich hier nicht viel machen, leider. So. Ups. Ich wollte eigentlich das Ding da ziehen und nicht dich elektrisieren und töten. Man hat nie wieder von ihr gehört. Das hat alternative Bad Ending von Episode 9. BB 8 hat Rey kaltblütig ermordet. Und Baby 8 da auch, ich sehe schon. Warum folgt er mich eigentlich? Warum folgt er mir eigentlich nie? So, da wollte ich hin, genau. Wasser drehen, treten. Er muss sich gar nicht irgendwie so bewegen oder so. So, ich komme nicht mal hoch. Alles klar, gut. Das hat jetzt ein echt renovierungsbedürftig. Aber wenn es erst einmal eine ordentliche Feuchtigkeitssperre hat und alles den östlichen Baubestimmungen bespricht, könnte ich ein wahres Schmuckstück daraus machen. Ich ziehe ein minimalistisches Design vor mit vielen offenen Blickachsen. Ich brauche vielleicht 1 oder 2 Jahrhunderte, um es zu verändern, aber du musst den Marktwert an einen Ort wie diesem bedenken.
Alles klar, hier ist irgendwie was. Da kann ich auch nicht kaputt machen. Okay, ich brauche da nicht unbedingt. Dann springe ich schon weiter so. Okay. Dann springen dann die ganzen Sachen an, alles klar. Was ist denn hier los? Wer ist denn? Das sieht so komisch an. Die sagen wahrscheinlich Peace am Ende, ne? Ja, die tun das hier übersetzen. Wortwörtlich, ne? Oh, konnte man das Ding da unten auch kaputt machen. Ich klettere hoch und finde einen anderen Weg für dich, okay? So, da war auch was. Boom. Okay. War ist ja kaputt, wenn wir schon hier vorbeilaufen, ne? Boah. Hm. Ah, ich will da durch. So. Der hängt immer noch da, mein Gott. Gehst du da hoch? Fall da runter, mein Gott. Alter. Also ich dachte, das wäre so glänzend, so silberglänzend, so im Sinne von, oh, damit können nur Bösewichte interagieren. Soll ich mit ihm hier? Was soll ich mit ihm hier? Hm. Ja. Ja. Und da. Okay. Wir werden nichts gegen diesen Schildgenerator ausrichten. Ja, roll einfach immer weiter hoch. Nein, ich ziehe mich hoch. Du kannst mir nicht sagen, was ich tun und lassen soll. Boah. Was müssen wir hier noch machen? Was sollen immer diese Rückwärtssprünge? Boah. Oh. So. Ja, jetzt verdammt tief hoch. Wir sind so viele von diesen Dingern zum Anheben, aber wofür? Weg mit Tisch. Komm ich da hin, ey, ne? Oh, hier. Wo ist das? Oh, direkt hier. Da machen wir mal. Ding und überspringen. So, wo rennst du schon wieder hin? Und doch mal alle da stehen, wo ihr seid. Ey. Also manchmal. Da oben. Da muss der Wegfinder sein. Wo weißt du das? Warte, BB-8, ich bringe dich darüber. War sich da unten? Einfach nur so. Ah. Hm. Schon wieder so ein Ding. So. Oh Mann. So, wie kommt er jetzt hier hoch?
Gute Frage, ne? Irgendwas habe ich doch gerade darunter geschubst. Wo war das? Ja, vielleicht mal dem Ding erfolgen, ne? Oh, hier ist irgendwas. Ah, super. Wo ist er? Da unten. Jetzt haben wir jetzt nicht ein Aufzug ist, ne? Ja, Moment, bleib mal hier. Geh doch nicht weg, Mann. Wo rennt ihr denn alle die ganze Zeit hin? Bleibt doch mal alle da. Du gehst jetzt mal darüber. So. Weißt du, das Ding. Haha. Abgewracktes Wrack. Ja, man kann einfach hier so drüber. Boah. So, nun soll ich jetzt hier. Ist das ein Trampolin? Na, tatsächlich. Banane. Okay. Oh. Na, warum sind die ganzen Türen hier alle zu, Mann? Boah. Oh, ich hatte jetzt wieder das Spiel ein so magnetisch an diese Dinger dran zieht, ey. Hm. Na, bin ich ja richtig? Mir ist das Ding. Lass mich doch. So, sie steht immer noch da. Meine Güte. Und bewegen die sich denn ja nicht, Mann, ey. Kommen wir heute gar nicht voran. Oh. So, wenn man das hier. Dann kommt. Oh. Ich muss vier Sachen hier hinpacken. Ich habe ja gerade alles kaputt gemacht, glaube ich, ne? Na gut. Wie mache ich das jetzt? Gar nicht, ne? Kannst du mal aufhören mit diesen Rückwärts. So, wie ich krieg dich hier nicht hochgezogen, ne, Kollege. So, dann brauche ich noch eins, wenn es geht. Wenn es euch nicht zu viel ausmacht. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Dinger hier sind, ne? Und zack. Meine. Brillanz belohnt. So, wo muss ich lang? Ist das hier irgendwie wichtig, das da? So, nun. Habe ich nicht von hier. Ach da, der steht immer noch da. Meine Güte, ey. Mach doch mal ein bisschen hin, ey. Ich werde von den Dingern hier verlangsamt, ey. Na, wie sieht's hier aus? 3 von 6, 9. So. Lass mich mal da hoch. Kann ich überhaupt hoch? Nö. Oh nun. Das Spiel sagt mir, ich soll da hoch. Ja. Von da oben. Mein Gott. Läuft das Ding noch nicht so weit. Da muss ich hin. Glaube ich. So. Ist ein bisschen verzwickt, dieses Gebiet. Oder will ich mir nur ein. Oh, hoch da und da und da und da. Gott. Ja, nun. Muss nur ich hier sein? Ich sag ja. Das ist er, der Wegfinder. So, Level starten, alles klar. Okay. Müssen wir halt die Level starten, um ja wieder
steuern zu können, ne? Hoffentlich. Was befindet sich da drin, ne? Hab keine Angst davor, wer du bist. Was war das denn? Oh. Gib ihn mir. Den Weg nach Exegol findest du nur durch mich. Nein! Komm mit mir nach Exegol. Lass uns Palpatine vernichten. Zusammen! Nein, ich gehe nirgendwo mit dir hin. Okay, bleib mal gefälligst stehen, ne? Du versuchst so krampfhaft in Vaders Fußstapfen zu treten. Aber du bist überhaupt nicht wie er. Stromfall. Locke Kylo Ren in die Reichweite einer brechenden Welle. Beide die Dunkelheit in dir. Setze sie an. Einen Weg durch den Torstern hindurch, ohne Türen zu öffnen. Was? Ja, wird. Ich höre nicht zu. Dein Gejammer ertrage ich nicht mehr. Haben wir auch Stück. Aber. Blitze kamen aus deinen Händen, Ray. Blitze. Hast du es nicht gespürt? Hast du es nicht gesehen? Du wirst dafür bezahlen, dass du den Wegfinder zerstört hast. Die dunkle Seite ist stark in uns beiden. Lass uns mal zusammen was unternehmen. Keine Zeit, ich muss die Galaxis retten. Vor dir! Gut. Du setzt deinen Zorn ein. Jetzt folge mir. Komm zurück! Wow. Ich lasse ihn nicht entkommen. Es muss noch einen Weg hier rausgeben. Ohne Türen zu öffnen. Zählt das als Tür? Hey, Pampelins. Ist das Pampelins Set? Ich dachte erst, da wäre hier so ein Piratenzeichen. Ey, so mit so einem Schädel und dann so Knochen links und rechts. So, ich soll ja durch, ohne Türen zu öffnen. Zählt das als Türen öffnen, wenn ich das öffne? So, das war mal. Mein Gott, jetzt mal, wenn irgendwie so die dunklen Jedis hier oder Sith irgendwie springen, sind die Mann alles kaputt, ne? Darth Maul, der ist auch durch die halbe Level durchgesprungen, ne? Und hat alles immer kaputt gemacht, direkt. So, BB-8, ich hoffe, du kommst ja automatisch hin, weil... Meine Güte. Noch keine Lust, jetzt dich die ganze Zeit zu steuern, damit du immer wieder zurückkommst. Hey! Wie viele von den Dingern sind denn noch hier? Da bist du ja. Los, weiter geht's. Okay. Hopp. Ein Paradies für Schrottsammler. Da ist irgendwie was, aber ich soll ja keine Türen benutzen, ne? Anscheinend, also ja. Muss man denken. Was denn? Sieht das als Türen? Ich weiß es nicht. Das ist meine Frage, ne? Stirb. Noch eines, das mir keinen Ärger mehr machen wird. So, da darf ich nicht durch, da darf ich auch nicht durch. Da muss ich noch mal zurück und einen anderen Weg finden. Ne? Ich nehme das mit den Nicht-Türen öffnen ernst hier, okay? Oh, da soll ich hin, alles klar. Ich hab's gesehen. Und nun da komme ich zum Bonk. Okay, cool. Ich werde sowieso nicht alle kriegen, ne? Das ist nie beim ersten Mal, habe ich so Gefühl. Aber ich versuche es, ne? Und das ist das alles, was ich kann, ne? Das ist alles, was ich kann. Okay, dann gehen wir hier runter, nehme ich an, ne? Geilo, wo bist du, Geilo Ren?
Hat jemand schon mal jemand so genannt? Oder bin ich der, der mich der Pionier, der hat hier erfunden hat? Na, Kylo Ren, wie geht's? So, ich dachte, ich kann halt so nach oben bewegen. So heißt er bestimmt in irgendeinem Mad Magazine-Ausgabe, ne? Ja, ich bin Kylo Ren. Das war zu schön, um wahr zu sein. Den Sprung schaffe ich nicht. Okay, dann. Oh, du. Haha. Du passt da rein? Geh mal zum Weg. Findest du etwas, das uns auf die andere Seite bringt? Ah. Hast du was gefunden, das uns weiterhilft? Hoffentlich war das letzte von diesen Dingern. Was immer du da tust, es klappt. Okay. Ich mal dahin und dann dahin. Vorsichtig, Ray. Okay. Gut gemacht, BB8. So, ich kann halt nicht für dich aufmachen. Und toll. Muss auch kaputt machen. Keine Angst, ich hol dich da raus. Ich kann das aber nicht machen. Ist irgendeine Möglichkeit, wie ich darüber komme, ohne. Darauf springt ihr da unter. Oh, warte. Wir sind am Glätzern, sehe ich gerade. Wo wir hingehen, bauen wir keine Türen. Na, da ist was da hier. Na, damit mache ich das Ding hier, ne? Aber da ist auch eine Tür hier. Ach, sie kommt gar nicht darüber. Dann weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Da ist ein. Oh, da ist ein. Ah. Da komme ich doch gar nicht darüber. Ja, kann ich doch gar nicht machen. Boah. Ha! 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 Es hat geklappt. Was ist das Ding? Gar nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den von so weit erreichen kann. Ich glaube, das zählt doch als Tür öffnen, oder? Kylo ist ganz nah. Ich spüre es. Ich nehme an, man müsste hier mit Dings hin, ne? Mit man hätte hier mit dem Kopfgeldjäger das Ding kaputt schießen müssen, ne? Wo bist du, du Stück? Näher als du denkst. Dankeschön. Das Spiel weiß, dass es gespielt wird. Kämpfen im Todesstern. Ziemlich cool, oder? Sei kein Nerd. Konzentrier dich. Wow. Gleich eine Animation direkt. Ha. Mal, jetzt habe ich die Finger kaputt gemacht. Ha. Wären stolz auf uns. Nein, Palpatine bedeutet mir nichts. Wow. Hey! Nimm meine Hand und dieser Kampf ist beendet. Ah! Was mit mir? Ich will auch. So, jetzt an dieser Szene kann ich mich erinnern. Eine Tür gesehen. So, nicht eine Tür, ein Eingang für ihn. War so einfach? Okay. Aha, so. Ich
muss irgendwie darauf kommen. Wie gesagt, diese Szene fand ich eigentlich richtig gut hier mit den Wasser und so, ne? Den Sprung schaffe ich niemals. Trauriges Piepen. Oh, wie schön für dich. Das ist nicht mein Problem. Wir beachten hier so gegen Kylo. Ja. Hold on. Wir beide wollen Palpatine besiegen, Rey. Hier meine Sekunde. Nimm meine Hand. Niemals. Hallo? Okay, irgendwie ist sie jetzt auch hier. Ich weiß nicht, wieso jetzt sie ist. Hier ist aber okay. Wir sind ein Zweiklang der Macht. Das ist eine ziemlich große Sache, weißt du? Schmeiß dich da runter. Nein, du hast es kaputt gemacht. Wie kannst du das wagen? Jetzt geht's aufs Maul. Den Weg, wenn er nicht zerstören wird. Nimm das. Na. Ja, die voll zerstört. Ah. Ach so, ja, das sollte ich auch noch machen. Ja, irgendwie was elektrisieren oder so, ne? Gar nicht daran gedacht, ey. Aua. Oh, ich habe mir gerade die Nase gekratzt. Wenn ich meine ganzen Leben Bonis anhätte, ne, dann wärst du sowas von tot. Na, BB8. Du willst nicht wirklich gegen mich kämpfen, Rey. Das bist nicht du. Nicht wirklich. Du kennst mich nicht. Niemand tut das. Mein Gott, sie ist so ein interessanter Charakter, ne? Ah, jetzt kannst du auf einmal so weit. Deswegen sollte ich gerade das Ding da. Würde ich machen. Oh, wie peinlich. Du weißt, du kannst nicht zurück zu Leia. Genauso wenig wie ich. Ich bin nicht wie du. Ich meine, der muss ich auch irgendwas machen mit ihm, ne? Ich bin hat gefallen. Komm mit mir nach Exegol, damit ich mich umziehen kann. Ja, warte, das ist doch gut, ne? Aber, wow, Leute. Mir reicht's mit den Spielen. Wenigstens ist Kylo Ren in dieser Version irgendwie lustig, ne? Sie ist einfach voll todernst, ey. Voll langweilig. Hör auf mit den Spielen. Eine Welle! Festhalten, Baby! So, aber hier... Warte mal, hier hinten sind doch noch Sachen. Jetzt haben die gerade alle übersprungen? What? Hä? Wir sind einfach hier voll durchgegangen. Hä? Und ich bin die ganze Zeit auf ihn anvisiert. Warum haben wir in die ganzen Gebiete da übersprungen? Hallo? Ich will da zurück. Wieso haben wir ihn denn alle übersprungen? Boah. Ich lösche dein Schwert. Ich mach dein Schwert aus. Wir gehen immer weiter. Los, ich kenne die dunkle Seite in dir, Rey. Nimm sie an. Achtung! Okay. Warum kann das Rad nicht auf einem Waldmond sein? Noch eine Welle. Ich dachte, du kannst dich ändern. Wie ändern wir zu Seiten bedeuten? Wir haben die ganze Zeit so drauf. Also wieder zur guten Seite zu bekehren, ne? Versteht, muss schon sagen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh Gott, ich hab schon wieder in die Nase gekratzt. Keine Nasekratzen mehr, Leute. Ne, ich geh. Oh. Aua. Sack. Das ist fast wie im Intro. Wenn ich da nicht einen coolen Salto gemacht habe. Oh.
Kleiner. Ich weiß, was ich zu tun habe, aber ich weiß nicht, ob ich die Kraft habe, es zu tun. Vater. Ich weiß. Was machen wir? Wir können nichts machen. Wir müssen zurück zur Basis. Damit bringe ich mich jetzt nicht zurück zum finalen. Direkt zum finalen Level. Ich will mich noch ein bisschen erkunden und so. Die Kraft ist zu tun. Die Kraft aus dem Inneren, ne? Einfach einmalig. Ich nehme mal, ich muss da mit dem Kopfgeld hier rein und das Ding da kaputt schießen, was ich gesehen habe, ne? Deo. Okay. Ray Sif. Kylo Ren, Episode 9. Boah, den muss ich freischalten, ist klar. So, freies Spiel, ausgezeichnet. Zu Hause? Kann man so sagen. Sehr schön. Habe ich ein eigenes Zimmer oder eine Wohngemeinschaft? Eine WG. Dein Mitbewohner kann sich ja kaum erwarten, dich zu sehen. So, und jetzt haben wir den kleinen Ruin hier anscheinend. So, wir haben endlich mal wieder hier freies Spiel freigeschaltet. Jetzt habe ich schon wieder so viel Charakter. Fühlt sich echt wie das Finale an, ne? Wo ist die Info davon? Kennengelernt hat er wohl Ray Zeuge einer Vision. Wäre es nicht super cool gewesen, wenn sie am Ende der Bösewicht gewesen wäre und Kylo wäre zur guten Seite übergekehrt und hätte sie besiegt? Da wäre irgendwie ein cooler Twist gewesen, ne? So, okay. Gut, da können wir uns ja jetzt ein bisschen erkunden, ne? Ein bisschen hier umschauen, ein bisschen können wir uns erkunden, genau. Und mal so gucken, was es hier noch so gibt, ne? Wie viel Prozent haben wir? 92. Boah. Nicht mehr so viele Sachen übrig. Eine Level noch übrig, die sparen wir uns natürlich noch bis zum halbwegs Ende auf, ne? Aber wir schauen uns erstmal ja nur so um, ne? Weil wir kamen noch nicht so wirklich dazu, hier alles zu erkunden, ne? Zum Vorstellen müssen wir auch gleich noch mal zurück. Nein. Und ach so, ja, ich müsste den. Du, geh kaputt. Was zum? Bist du mal ruhig? So, hier müssen wir noch ein Ding finden. Das war eine Quest, ne? Die wir da angenommen haben. So, mehr Sachen sehe ich aber irgendwie nicht. Da bist du, das ist ein Charakter. Ich nehme an, ist ein feiner. Deutlicher Mangel an Orbex in unserem Orbex-Gehege aufgefallen. Das sieht aus, als hätten sie eine raffinierte Flucht inszeniert. Hm. Zweifellos angeführt von der ungezogensten aller Orbex. Orbex, vertrau mir, ich übertreibe nicht. Sie hat einen schrecklichen Einfluss auf die anderen Orbex und ist viel zu rüpelhaft, um frei herumzulaufen. Kannst du mir bitte helfen, sie alle zusammenzutreiben? Um klar. Diese Unruhe stiftenden Orbex zu finden, solltest du der Spur ihrer Zerstörung folgen. Wenn du sie gefunden hast, lauf hin, hüpf auf ihre Rücken und reite sie nach Hause. Oh, sind da die letzten Dinger, die mir noch fehlen zum Reiten? Ich werde die wichtigste Aufgabe übernehmen. Ja, ich werde mal Sprung aussehen. Für den Fall, dass einer von ihnen von alleine zurückkommt. Es ist gefährlich, aber keine Sorge. Ich habe genug Rätsel, um mir die Langeweile zu vertreiben. Okay, was ist das? Wer macht die ganze dieses Geräusch? Wer macht denn einer von euch? Einer von euch ist, ne? So. Was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Ich mag es nicht, wenn Geräusche auftauchen und ich weiß nicht, was das ist. So, ey du, komm her, Stück. So. So. Einer. Okay. Das war easy. So, die Spur der Zerstörung sollen wir folgen, aber muss ich eigentlich nicht, weil mir auf der Karte hier angezeigt wird. Aua! Sag mal, hat's
Was geht's eigentlich hier noch? Mein Gott. Leck mich ab. Tut er mir einfach ins Gesicht, Mann. Ma. So, da oben ist einer. So. Was zum... Achso, vielleicht hier. Hallo? Kommen wir hier hoch. Kommen wir hoch. Da. Habe ich ausgetrickst. Ach ja, sind diese Pferde, die aus sind. Glaube ich. Ausgezeichnet. So, wo bist du? Ausgezeichnete Arbeit. Na, ausgezeichnet. Moment, wie viele Orbex sollen es sein? Sieht aus, als würde uns immer noch eins fehlen. Oh nein, es ist Orbalg. Sie ist noch da draußen. Ich passe auf die anderen Orbex auf. Beeil dich und fange Orbalg ein, bevor etwas Schreckliches passiert. Genauer kann ich es nicht sagen. Sie hat eine ziemlich wilde Fantasie. Da kann ich nicht mithalten. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt dieses Geräusch her? Was ist das? Was ist das? Wer macht dieses Geräusch, Digga? Bist du das? Was ist das? Oh mein Gott. Raus hier, ich muss raus hier. Was ist das? Mein Gott. Aber wo bist du? Nicht hier. Hat irgendjemand mit, ne? Ja. Blö. Ich mag es nicht, wenn Geräusche aus dem Nichts auftauchen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. So, aber bitte sag mir nicht, du bist auch ein Todesstern. Da bist du. So, herkomm. Hey. Mal ein Stück. Denkst du, oh Gott, bin kommen? Geh los, du. Du wunderschöne Stute. Ich kann sie nicht kontrollieren. Nein, aus dem Weg, Leute. Wow. Da sind wir. So, jetzt geht mir ja sauer ins Mund oder was auch immer das für ein Charakter war. Ich bin beeindruckt, dass du Orbalg einfangen konntest. Bilde ich mir das ein oder scheint sie sich seit ihrer Rückkehr ins Gehege beruhigt zu haben? Die Gute musste wohl nur etwas Dampf ablassen. Ich werde den Orbalgs mehr Gelegenheit zum Herumtollen geben. Hoffentlich können geordnete Momente der Anarchie künftig ein Chaos wie heute verhindern. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Okay, du hast immer noch was. Was ist das für ein Geräusch, ey? Charybdis. Er ist einfach nur ein Mund. So, hier ist ein Rennen, sehe ich gerade. Davon kriege ich wahrscheinlich den Kreiberstein, ne? Oh Mann, ob das gut geht, wird hier. Aus dem Weg, Leute. Bäh. Ja, und ich kann gar nicht Schub einsetzen, also wieso er ein Pferd ist. Ich denke nicht. Ah ja, jetzt noch ein Schießstand, stimmt. Habe ich ja letztens versucht, aber ging nicht, weil ich nur Ray hatte und die hatte nur ein Lichtschwert. So, 90 Sekunden, jetzt habe ich doch locker, oder? Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg. Aus dem Arzt, Leute, ich bin weg. Also voll chillig hier. Da, 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 da.
Ich wollte schon sagen, ich habe schon wieder nichts gesehen. Aus dem Weg. Aus dem Weg, Druide. Sonst kommst du meine Hufen zu spüren. Steht da, ich habe einen verpasst, pass auf. Nimm das, Bonk. Okay, das war 10 Sekunden haben wir auch übrig gehabt. Alles klar. So, wo ist der Schießstand? Ich habe den gerade gesehen. Müssen wir auch noch machen, ne? Ja, Masse irgendwo, ne? Sieht man den hier auf der Karte? Weiß ich nicht. Wir sind noch zu viele Sachen auf der Karte. Da tut doch kein Mensch durchblicken. Aber zum Glück bin ich ja kein Mensch. Jetzt einige in den Kommentaren. Was? Was? Was meint er mit, der ist kein Mensch? Ja, ja. Hier ist eine Quest, sehe ich gerade. Noch ein Astromech-Druiden. Kann ich dich für die Teilnahme an unserem aufregenden Druidenkampfturnier Kefbias Botkampf interessieren? What? Eine ausgelassene Botschlacht. Das klingt irgendwie illegal. Und nur einer wieder rauskommt. Dann kommt der andere heraus und wir machen ihn wieder flott. Wir sind ja keine Monster. Okay, also, ich wollte schon sagen. Hast du Lust? Du musst deinen eigenen Druiden besorgen. Aber dabei helfe ich dir, sobald du dich angemeldet hast. Okay. Wie ich bereits erwähnt habe, müssen alle K1 oder sowas. Und was noch wichtiger ist, er muss aus Teilen gebaut sein, die sie mit ihren eigenen Händen oder Fortsätzen gesammelt haben. Du müsstest alle nötigen Schrottteile für deinen Kämpfer dort finden. Sobald du genug hast, kommst du zurück und dann bauen wir dir deinen borstigen Bot. Was war das? Eine Quest ist gerade aufgeploppt. Was? Das Timing. Was war das für ein Geräusch? Eine Quest ist aufgeploppt. Eine was? So, hier soll ein Haufen irgendwo sein, habe ich gehört. Ist gerade gesagt, ein Haufen da drüben. Also. Sammle im Wrack des Torsterns 2 Schrott. Du hast gerade gesagt, irgendwo hier in der Nähe. Na gut, dann gehen wir eben zum Todesstern. Leute, willkommen, steigt ein. Wo wollt ihr denn hin? So, jetzt bitte nicht wieder so eine Ladesequenz oder so, weil sonst wird halt ein bisschen nervig hier gerade. Oh mein Gott, ehrlich. Oh mein Gott, ich kann da nicht überspringen. Okay. Okay, das ist natürlich. Wow. Ich hoffe, ich werde hier alles erledigt haben. Weil jedes Mal diese Cutscenes anzugucken ist ein bisschen nervig. Was genau hat der Fall sein wird. Da können sie nicht machen, Leute. Also ich muss hier jetzt alles erledigen, weil sonst muss ich mir das nochmal anschauen. Was? Was? Den habe ich doch gesammelt. Was? Oder? Ah ne, ich hatte keinen Bösewicht, genau. Irgendjemand wird wissen, was das ist. Ich bin General Armitage Hux von der ersten. Ah, er ist tot. Das kann die erste Ordnung gut brauchen. Hör mal hier. Du wirst die Macht. Guck mal hier, Ray als. Warum nicht Ray Palpatine? Also? Imperatoren Palpatine. Ja, ich bin jetzt böse. Ja, ich bin jetzt böse. Fauch. Na, das sollte sie haben. Ein Doppellichtschwert, ey. Warum hatte sie kein Doppellichtschwert? Sie hatte doch hier so einen Stab, so ein. Sie hätte voller Doppellichtschwert haben sollen. In den Film, ne? Da habe ich mich bis heute noch gefragt. Ich nehme an, die Schauspielerin konnte halt nicht mit dem Doppellichtschwert hier kämpfen, ne? Wäre irgendwie zu schwer gewesen oder so. Da muss man ja auch erstmal können, ne? Aber sie sah jetzt nicht so wirklich aus, als würde sie irgendwie mit einem normalen Schwert hier richtig kämpfen können. Von daher
Ist nichts gegen die Schauspielerin, aber wenn ich mir die Kampfchoreografie so ansehe, dieses mysteriöse einäugige Monster anfing, alle anzugreifen, die es betreten. Manche nennen es die Anoga. Ein schicker Name für eine gemeine Bedrohung, wenn du mich fragst. Aber wie soll ein Schrottsammler angesichts dieser Bestie, die hier rumlungert, überhaupt Schrott sammeln? Du musst uns von dieser Kreatur erlösen. Wenn du die tatsächlich ausschalten willst, dann schau dir am besten den Ort an, wo sie zuletzt gesichtet wurde. Gleich da drüben. Ich habe den Verdacht, dass es mehr als eine davon gibt. Also sei vorsichtig. Ich werde einfach hier warten, wo es sicher ist. Aber ich feuere dich an. Ich lasse dir einfach die gefährlichen Sachen machen. Schätzung ist oft das Wichtigste bei einem Abenteuer wie diesem. Aber nicht bei diesem Abenteuer. Dianoga Dissen. Was? Oh Gott. Da ist sie. Oh, das Ding. Okay, die Quests gehen relativ schnell, habe ich so ein Gefühl. Oh, das sah schmerzhaft aus. Na, dann kommen wir her. Aber ich mache das Ding ja gar keinen Schaden. Wo ist es? Weißt du, was wirklich verrückt wäre, wenn noch einer auftauchen würde? Oh Mann. Nein. Oh, das sah schmerzhaft aus. Das ist die dunkle Seite. Ziemlich unnatürlich. Was? Na nun. Leute. Das macht richtig. Ist mein Geschrei hilfreich? Ah, mein Gott, der hält ja voll viel aus. Mich hier ins Gesicht schießen, so wie damals. Ich mache den ja nichts an Schaden. Ja, dann kommt der Typ hier die ganze Zeit. Mein Gott. Oh, das sah schmerzhaft aus. Wow. Das muss ich mir jetzt die ganze Zeit anhören, ne? Meine Güte. Mein Gott, wie viel er aushält. Das kann doch nicht sein. Ah, super. Der General hackt. Er hat sogar geschossen, sehr gut. Eine Sekunde. Mein Gott, du bist voll gut. Der hat nur noch 3 Balken übrig. Jetzt mache ich auch ein bisschen mehr Schaden, glaube ich. Weil eine Ding macht auch Schaden, sich gerade. Irgendwas sagt mir, ich mache irgendwie halt nicht richtig, oder? Die meinen halt absichtlich, weil das so nervig ist. Wenn er noch 3 Balken danach hat, denn dann kann er ganz schön lange dauern. Oh mein Gott. Ist irgendwas falsch, oder? Warum mache ich denn keinen Schaden? Muss ich den echt irgendwie ins Auge schießen, oder? Ich mache genauso viel Schaden. Aber der hat gar nicht 3 Balken. Alles klar. Entweder habe ich den voll viel Schaden gemacht an irgendeiner Stelle oder. Boah. Mein Gott. Mehr Leute. Schießt euch ja den Kampf an. Was hat ihr da? Optionale ultimative Boss oder was? Plötzlich eine ganze Geburtstagstorte für mich allein hätte. Ja,
Du schaffst das! Das war richtig! Ha! Da kommt mal alle hier runter, Leute. Was machen wir noch? Keine Ahnung. Boah. Kommt alle hier runter, Mann. Hol mir noch ein Java. Wer ist noch da oben? Du kommst auch hier runter. Alle kommt hier runter, Mann. Klopp dich. Mein Gott. Du schaffst das. Boah, genau, Hax klopft sich da mit dir. Mein Gott. Du schaffst das. Boah, ich hatte nur ein Herz. Muss ich mal dazu. Die Herzen sagen einen irgendwie nicht so. Mein Gott, das ist der schwerste Boss im gesamten Spiel bisher. Oh, haben wir absichtlich gemacht mit dem Typen hier. Das ist voll nervig. Aha, wo ist er? Okay, die schießen alle mal irgendwo hin, deswegen sehe ich. Wer ist der Typ? Ist das hier der, der Typ von Jedi Survivor hier? Nein, ich glaub's nicht. Boah, was ihm voll gegeben. Boah. Wie dieser Kommentator von diesem einen Minispiel aus Jedi Survivor, der die ganze Zeit immer voll durchgedreht ist. Ich fasse es nicht. Wow, was für ein Kampf. Meine Güte, wo seid ihr? Komm her. Ich geb dir, ich geb dir. So, komm her. Bonk. Mitten Dreh angefällig ich. Bonk. Sieg. Du hast es geschafft. Oh mein Gott. Das war der härteste Kampf im gesamten Spiel. Meine Güte. Das war heftig, was? Ich spreche nur als Zuschauer. Für dich war es bestimmt sehr anstrengend. Ja. Aber jetzt werden uns die Anoga und ihre Sippe nie mehr belästigen. Endlich können wir unsere wichtige Schrottsammlerei gefahrlos fortsetzen. Unsere fetzigen Fetzen-Outfits kommen nicht von nichts, weißt du? Oh mein Gott. Mein härtester Kampf im gesamten Spiel. Wir haben bestimmt der optionale Superboss in dieses Spiel. Okay. Muss schon sagen, die gehen mir noch nicht umsonst hier. Calvetta Angriffstruppler. Okay. So, ich würde am liebsten hier alles erledigen, bevor wir ausgehen, damit ich hier nie wieder hingehen muss, wegen diesen vermaledeiten Ladebildschirm. Weil er ist doch schon ein bisschen unverschämt. Da. Okay, was haben wir denn hier noch? Ich orientiere mich nach den Kreisen. Die Kreise werden mich führen. Nutze die Kreise. Ich erinnere mich an diesen Spruch aus Episode 4, wo Ben Kenobi zu Luke gesagt hat, nutze die Kreise. Nutze die Kreise, Luke. So, oh. Das Ding konnte man kaputt machen. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt. Ja, da ist die letzte Charakterquest. Ist das so eine Gonk-Quest wieder? Fehlen uns, glaube ich, auch nicht mehr so viele, oder? Aber dafür gab es eine Trophäe, wenn ich mich nicht irre. Komm ich darüber? Mal hier. Ja, ich glaube, ich bin schon hier. Gongstar hat glorreichen Traum, höchstmöglichen Punkt von gesundheits- und sicherheitsrelevanten Albtraum Todesstern 2 zu erreichen. Saftige Energie in die Steckdose zu bringen und viele Belohnungen zu enthüllen. Aber Gongstar sei ein minderwertiger Akrobat. 4 bis 4 plus maximal. Schlecht zum Überqueren vieler Lücken und Abgründe. Der Fremdling müsste helfen, Weg zu bereiten und Gongstar zum Ruhm zu führen. Okay, reg dich ab. Fremdling benutzen Vorrichtung und Gongstar Weg zu bahnen.
Möglicherweise wird Gongsa auch einen sanften Schub mit besonderen Kräften geben müssen, Gongsa eingerostet sein, wörtlich und im übertragenen Sinne. Okay. Reg dich doch mal ab, Kollege, Mann. Man muss ja alles so nervig sein heute. Erst kommen so Geräusche von so mitten aus dem Nichts. Hältst du mal die Klappe? Warum ist denn heute alles so nervig? Erst dieses Geräusch. Dann dieser Typ. Heilige Güte, ey. Kannst auch ein bisschen übertreiben heute. Ich höre ihn schon wieder. So. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ist ein bisschen verzwickt hier gerade, Leute. Aber wir sind halt kaputt gegangen. So, boah. Dieser komische Ladebildschirm mit dem Torstern, ey. Mal zeigen, ich komme ein bisschen ab. Heute geht aus dem Weg. Gott, ey. Dann der eine Typ gerade mit der Quest, heute ist irgendwie voll, der geht dem Daniro auf Nerv, auf die Nerven. What? Ich habe gerade ein Ding für dich gemacht. Mann, jetzt reg dich doch mal ab, ey. Kann den Typen mal jemand verprügeln? Da komme ich nicht dran. Ganz ruhig. Was ist jetzt los? Ich kann Fremdling besondere Kräfte einsetzen, um Gongsa zu transformieren. Oh ja, das Stück. Ich bin im Auftrag der Jedi hier. Was? Warte, was? Ich kann ihn irgendwie. Wo soll ich dich denn hinpacken? Wo soll ich dich denn hinpacken? Jetzt zeig mir da hinten. Man kann den Typen mal jemanden. Wo denn? Richtig? War das richtig? Und einfach jetzt da. Na. So, auch das Ding bleibt als gezeichnet. Das Ding geht wieder weg. Warum geht das Ding jetzt weg? Was? So, sind wir ja richtig. Was ist jetzt schon wieder so? Was jetzt schon wieder los? Für den Weg weiter.
Warte, muss ich das Ding wieder aktivieren, ey. Oder? Was? Nein, mach doch nicht eure blöden Rückwärtssprünge die ganze Zeit. Ich werde das schon wieder schreien. Oh mein Gott, ey, ich krieg heute so viel. Boah. So, warum hältst du dich da nicht fest, Mann? Oh mein Gott, gib mir heute nicht so auf den Nerven. Halt dich da fest. Mein Gott. Ach. Ach. Gongza endlich erreicht glorreiche Steckdose. Hat Hoffnung, das Vorfahren nicht stören. Planeten aber einzig weg. Einziger Weg, das herauszufinden. Ja. Oh mein Gott, der hält immer noch das Maul. Was zum... Was ist denn hier los? Offiziell der ersten... Ey, jo, was geht, na? Okay. Dann würde ich sagen, mit diesem Bild hier verabschiede ich mich für heute, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Wie weit sind wir? 92%. Cool. Ja, nicht mehr so viele Sachen übrig, ne? Oh, noch 15 Aufgaben übrig, ja. Alles klar, gut. Sagen wir, schauen uns das nächste Mal beim Torstern noch ein bisschen um, ne? Und ich sage dann Dankeschön fürs Zuhören und tschüss, bis zur nächsten Folge. Hinterlassen, liken, Abo und Kommentar. Danke, ciao.